Ausstellung zeigte die Entwicklung der Feuerwehr bis heute. Bürgermeister Dr. Scherk eröffnete sie am Freitag im Beisein von prominenten Gästen. Und deshalb gilt ganz besonderer Dank Herrn Hartmut Freitag, weil es ihm gelungen ist, mit seinem Arbeitgeber Multimedia-Werbeagentur aus Waldbüttelbrunn hier auch die entsprechenden Materialien zustande zu bringen, um diese Ausstellung zu konzipieren, um diese Ausstellung aufzubauen. Ich darf mich noch einmal herzlich bedanken bei der Multimedia, aber bei allen, die vor allen Dingen Hand mit angelegt haben und die dazu beigetragen haben. Ich darf Sie jetzt einladen, gemeinsam mit den Feuerwehrmännern, mit den Frauen unserer Feuerwehr, diese Ausstellung zu besichtigen. Sie wird ein Markstein sein in der Geschichte unserer Feuerwehr, denn sie zeigt auch, was diese Feuerwehr in 100 Jahren gebraucht hat als Werkzeug, und wir wissen alle, was sie mit diesem Werkzeug geleistet hat. Vielen Dank, ich darf Sie bitten, hier hineinzukommen. Jürgen Leppich hatte zusammen mit seinem Bruder Rudolf und Jürgen Fischer in monatelanger, mühevoller Kleinarbeit 1000 Dinge zusammengetragen, vom damaligen Löscheimer bis zur modernen Rettungsschere. Sachkundig führte er die Gäste durch seine Ausstellung. Aber auch die Vergangenheit war durch eindrucksvolle Fotos dokumentiert. Besonderer Anziehungspunkt für die Ehemaligen.